In diesem Video zeige ich dir versteckte Werkzeuge in Affinity Photo. Unter anderem gibt es hier ein Katzenformwerkzeug. Ja, das gibt es tatsächlich. Was du damit in der Praxis machen kannst, das zeige ich dir heute. Außerdem stelle ich auch noch eine coole Zusatzfunktion der Werkzeugleiste vor, die auch, glaube ich, nicht so bekannt ist, die aber wirklich super, super hilfreich ist, vor allem beim Maskieren. Also bleib auf jeden Fall dran bei hier diesem Tutorial und viel Spaß. Okay, also versteckte Werkzeuge. Wo finde ich die? Hier auf der linken Seite erstmal finde ich natürlich allgemein meine Werkzeuge. Ich habe die jetzt hier so auf die Standardeinstellungen gesetzt. So oder so ähnlich sollte das bei dir also ja auch aussehen. Aber man hat tatsächlich halt noch ein paar mehr Werkzeuge zur Verfügung. Und die findet man, wenn man oben in die Menüleiste geht und dann hier auf Ansicht klicke und dann auf Werkzeuge anpassen. Und dann öffnet sich hier so ein zusätzliches Fenster und da siehst du, habe ich hier noch ja einiges mehr an Werkzeugen zur Verfügung. Ehrlich gesagt wirst du die meisten dieser Werkzeuge hier wahrscheinlich nicht unbedingt benötigen. Also die Standardeinstellungen hier, ja, das sind eigentlich auch die, die man normalerweise und meistens benötigt. Aber je nach Workflow, je nachdem, was du vielleicht oft für Techniken benutzt, kann das auf jeden Fall hilfreich sein, hier mal reinzuschauen, ob da irgendwas für dich dabei ist, was du gerne oder öfter nutzen möchtest. Zunächst einmal kann man nämlich hier gucken, hat man ja hier manche Werkzeuge, die haben so einen kleinen Pfeil hier unten und andere, die haben keinen kleinen Pfeil. Dieser kleine Pfeil bedeutet, da kann ich draufklicken oder länger gedrückt halten und dann öffnen sich hier, ja jetzt geht das nicht, weil ich jetzt hier diese zusätzliche Leiste hier offen habe. Ich mache das nochmal gerade zu. Wenn ich jetzt hier länger drücke auf den Pinsel, siehst du, habe ich hier jetzt verschiedene Werkzeuge zur Verfügung und kann die hier noch auswählen. Also ich habe hier nicht nur den Malpinsel tatsächlich, sondern auch noch den Farbwechsler und das Pixelwerkzeug. Und wenn ich jetzt hier oben nochmal reingehe, in Ansicht Werkzeuge anpassen, dann kann ich jetzt hier bei den Werkzeugen auch aussuchen, möchte ich diesen ja, Switcher, sage ich mal, haben, also möchte ich verschiedene Werkzeuge zusammengepackt haben in eine Kategorie, um hier so ein bisschen Überblick und Platz zu sparen, oder möchte ich die Werkzeuge einzeln haben, weil ich die vielleicht öfter benutze, dann habe ich die hier auch nochmal als einzelnes Werkzeug zur Verfügung. Das heißt, wenn du irgendein Werkzeug hast, was du nicht hier zusammengepackt haben möchtest in eine Kategorie, kannst du das dann hier auch als Einzelwerkzeug finden und zusätzlich nochmal hier in die Werkzeugleiste reinziehen. Dann findet man hier in dem unteren Teil noch zusätzliche Werkzeuge, die man überhaupt noch gar nicht hier in der Werkzeugleiste findet, also auch nicht in verschiedenen Unterkategorien. Und das sind dann meistens Werkzeuge, die an anderer Stelle in Affinity Photo zur Verfügung stehen, nämlich bei den Filtern. Das heißt, hier habe ich die nochmal letztlich doppelt zur Verfügung. Ist letztlich Geschmackssache, ob man das haben möchte. Ein Filter vielleicht zusätzlich nochmal als Werkzeugsymbol in der Werkzeugleiste haben möchte. Ich benutze das eigentlich nicht, weil ich dann den klassischen Weg gehe über den Filter, wenn ich einen Filter benutzen möchte. Wir können hier einfach mal hier kurz reingucken, was es hier gibt. Zum Beispiel hier Kugel, Konvex, Konkav, also verschiedene Verzerrungsfilter gibt es. Dann hier zum Beispiel Hochpass, also der Hochpassfilter. Ich habe hier also verschiedene Symbole für die verschiedenen Filter. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte einen bestimmten Filter öfter benutzen, möchte nicht immer den in Anführungsstrichen umständlichen Weg über die Menüleiste gehen, dann kann ich mir den hier als ja, Werkzeug nochmal in die Werkzeugleiste reinziehen und habe den damit dann schneller zur Verfügung. Ja, und dann kommen wir aber auch zu meinem, ja, sage ich jetzt mal fast Lieblingswerkzeug mit einem gewissen ironischen Unterton, nämlich hier dieses Werkzeug ganz hier zum Schluss, nämlich die Katze. Und die ist so ein bisschen versteckt hier, ist so ein kleines Easter Egg in Affinity Photo. Ich ziehe die einfach mal hier in die Werkzeugleiste rein und dann können wir uns die mal anschauen. Ich schließe das hier nochmal und dann, ja, habe ich hier ein zusätzliches Formwerkzeug. Also ich habe hier nicht nur ja, Quadrate, Dreiecke, Rauten und so weiter und so fort, die verschiedenen Formen, die man so zur Verfügung hat, sondern ich habe jetzt hier tatsächlich auch eine Katze zur Verfügung und ich habe hier schon ein Bild vorbereitet, wo man das jetzt einfach mal ja, spaßeshalber nutzen kann, einfach um auch einen kleinen Anwendungsfall zu zeigen, was man damit jetzt überhaupt so machen kann in der Fotobearbeitung. Kann ich jetzt hier also einfach diese Form aufziehen und dann siehst du, habe ich jetzt einfach so eine Standard-Katzenform.
Jetzt ist die natürlich ein bisschen groß. Ich mache die mal ein bisschen kleiner, wie die hier in mein Bild auch hineinpassen würde. Und ja, was kann ich jetzt damit machen? Ich könnte hier jetzt zum Beispiel, klar, mit so einer Form kann man jetzt nicht wahnsinnig viel machen, keine realistische Katze hier reinsetzen. Jedenfalls nicht mit, dass es nicht besonders viel Arbeit wäre. Das heißt, ich werde jetzt hier in diesem Bild einfach so eine Silhouette von einer Katze reinmachen, was, denke ich, auch für manche Bilder ganz cool ist. Das heißt, ich mache hier diese Farbe der Katze jetzt einfach schwarz. Ich habe die noch ausgewählt und kann jetzt hier in der Farbe einfach ja eine schwarze Farbe einstellen. Oder was ich auch machen kann, um hier die Farbgebung und die Einstellung so ein bisschen noch mehr zu treffen. Ich nehme einfach mit der Pipette hier einfach einen dunklen Bereich. Falls also die dunklen Bereiche hier jetzt nicht ganz schwarz sind oder noch eine bestimmte Färbung mit haben, ja, habe ich die dann auch noch damit abgedeckt. Wenn ich die Pipette dann hier angewendet habe, gehe ich auf dieses Symbol hier drauf und dann wird diese Farbe auch auf meine Katze angewendet. Das heißt, ich habe jetzt hier noch so ein ganz kleines bisschen so einen bläulichen, dunklen Ton mit in der Katze drin. Sieht man nicht wirklich, aber noch einfach so als kleines Detail. Ja, und was kann ich jetzt machen? Jetzt sieht die Katze natürlich schon etwas realistischer aus, aber natürlich noch, ja, relativ harte Kanten. Das heißt, man sieht auf jeden Fall noch, dass das keine Katze ist. Das heißt, um das Ganze noch so ein bisschen realistischer darzustellen, wende ich jetzt noch so ein paar Filter darauf an. Dafür wähle ich die Katze nochmal aus, indem ich hier dieses Verschieben-Werkzeug wähle. Dann kann ich die hier auswählen oder ich klicke einfach die Katze hier im Ebenen-Panel an, dann ist die auch ausgewählt und dann kann ich da Filter drauf anwenden. Bevor ich das mache, möchte ich die Katze aber nochmal benutzen, auch um ja einen zusätzlichen Schatteneffekt zu erzeugen, dass die hier nicht so ja direkt hier auf unserem Boden draufsteht. Dafür dupliziere ich die Katze einfach mal, indem ich hier in dem Ebenenmenü einen Rechtsklick mache und dann wähle ich Duplizieren aus. Dann habe ich hier also zweimal die gleiche Katze. Die sehe ich jetzt noch nicht, weil die übereinander liegen. Und dann packe ich die einfach hier oben an diesen ja, Transformieren-Punkt und schiebe die einfach hier nach unten, denn ich möchte diese gleiche Form jetzt hier auch als Schatten benutzen. Und jetzt kann ich einfach weiter mit dem Verschieben-Werkzeug irgendwo hier reinklicken und schiebe die einfach ja, an die entsprechende Stelle, wo die Schattenpunkte ungefähr sein sollten. Da muss man jetzt natürlich noch so ein bisschen gucken, dass das passt. Da kann man sich jetzt natürlich noch mehr Arbeit mitmachen, als ich das jetzt hier mache. Ich lege die jetzt hier so grob drunter, wie das als Schatten ungefähr passen würde. Ich mache da gleich auch noch Filter drauf, das heißt, da muss das auch nicht super genau sein. Okay, das heißt, ich habe jetzt hier also erstmal meine Katze. Da werde ich jetzt erstmal einen Filter drauf anwenden, dass hier halt diese ganzen klaren Kanten nicht mehr da sind. Dafür wähle ich die Katze aus und dann gehe ich hier oben auf Ebene, neue Live-Filter-Ebene, Unschärfe. Und dann wähle ich hier jetzt einfach die Bewegungsunschärfe aus. Dann wird hier so ein Live-Filter auf meine Katze hier angewendet, weil ich die eben noch ausgewählt hatte. Kann hier den Radius erhöhen und dann wird die einfach ja so leicht unscharf, als ob sie sich bewegen würde. Hier kann ich nochmal die Bewegungsrichtung einstellen, wie die Bewegungsunschärfe also ja laufen soll. Ich stelle die jetzt einfach mal ja so in hier diese Richtung. Da ist natürlich das letztlich Geschmackssache, wie man das machen möchte. Man könnte auch andere Filter hier benutzen, wenn man jetzt nicht diese Bewegungsunschärfe hier haben möchte und lieber ein ja, stillstehendes Foto. Das ist letztlich Geschmackssache. Ich mache das jetzt einfach mal so. Und letztlich das gleiche hier auch nochmal auf den Schatten. Das ist hier diese Ebene. Wähle wieder aus. Ebene. Neue Live-Filter-Ebene. Unschärfe. Und dann wähle ich hier die gaussische Unschärfe jetzt aus. Die macht einfach ja insgesamt das Ganze unschärfer. Da gehe ich ruhig relativ hoch mit dem Radius, weil das ja hier der Schatten letztlich sein soll. Kann das dann schließen und kann dann auch nochmal, wenn ich möchte, hier den Schatten nochmal ja, anpassen. Und so habe ich jetzt schon relativ schnell einfach hier so eine ja doch schon relativ realistisch aussehende Katze hier in mein Bild eingefügt. Was kann ich damit jetzt noch weitermachen? Ich könnte zum Beispiel die Katze auch weiter ja, transformieren, also diese Katzenform, die ist zwar fix und mir stehen keine anderen Katzenformen zur Verfügung, aber was ich zum Beispiel machen kann, ich wähle die Katze aus und dann gehe ich hier oben drauf auf in Kurven umwandeln und dann habe ich hier so ganz viele Punkte und könnte dann ja die Ohren zum Beispiel größer machen oder ja andere Sachen an der Katze verändern, da vielleicht sogar andere Tiere rausmachen, wenn ich das machen möchte. Also dann habe ich hier schon mal so eine gewisse Basis mit Kopf, mit Beinen, was also viele Tiere haben und kann damit dann weiterarbeiten. Mit diesen Punkten kann ich die Katze dann also einfach weiter transformieren, die Punkte verschieben
und somit ja einfach so verformen, wie ich das haben möchte und habe damit dann nochmal so ein bisschen Spielraum. Was könnte ich jetzt noch machen, um das Ganze noch so ein kleines bisschen realistischer zumindest aussehen zu lassen? Hier sehe ich jetzt in dem Bild, haben wir relativ viel Bildrauschen, weil das jetzt hier ja im Dunkeln aufgenommen wurde. Das heißt, ich könnte jetzt hier auch auf meine Katze noch ja, Bildrauschen einfach anwenden, indem ich die dann nochmal auswähle, gehe dann oben auf Ebene, neue Live-Filter-Ebene, Rauschen und dann wähle ich jetzt hier mal Rauschen hinzufügen. Kann hier auch wieder die Intensität einstellen, wie viel das sein soll. Da gucke ich also so, dass das ungefähr ja, ähnlich ist wie auch in den Schattenbereichen im Rest des Bildes. Kann hier noch verschiedene Varianten auswählen. Ich wähle jetzt hier gleichmäßig, das passt jetzt zu dem Rest des Bildes, finde ich so ein bisschen besser. Und dann ja, wähle ich hier eine Prozentzahl, zum Beispiel 8%, passt jetzt ungefähr. Und somit würde ich sagen, ja, passt die Katze doch schon relativ gut in das Bild rein. Wie gesagt, könnte man sich natürlich noch sehr viel mehr Arbeit mitmachen, den Schatten hier noch so ein bisschen besser anpassen. Der ist jetzt noch nicht so ganz hier bei der Pfote hier unten. Aber einfach mal, um so ein kleines Praxisbeispiel zu geben, was man jetzt hier mitmachen kann. Ja, eine weitere coole Sache von diesen Werkzeugerweiterungen, die ich hier gerade eben schon vorgestellt habe, ist auch noch eine weitere Sache, die ich dir hier noch mit auf den Weg geben möchte. Wenn ich hier nämlich nochmal reingehe in Ansicht Werkzeuge anpassen, dann kann ich hier nicht nur die Werkzeuge einstellen, sondern ich kann hier auch die Spaltenanzahl einstellen. Ist jetzt erstmal vielleicht nicht so spektakulär. Ich kann also einfach sagen, ich möchte statt einer zwei Spalten haben, habe dann hier einfach so ein bisschen mehr Platz noch oder das Ganze halt einfach hier in zwei Spalten angeordnet. Was aber ganz cool ist, was viele glaube ich auch nicht wissen, weil man es jetzt auf den ersten Blick auch noch nicht sieht, ist, was jetzt passiert, wenn ich das hier jetzt schließe. Dann guck mal, was jetzt hier in dem Bereich hier unten passiert. Dann erscheint hier nämlich ja, so ein kleiner Farbswitcher, den hat man sonst normalerweise nur hier oben in diesem Farbpanel. Wenn du den nicht brauchst, dann ja, kannst du diese Info eigentlich direkt wieder vergessen. Oft benötigt man den aber doch relativ häufig, zumindest ich benutze den relativ häufig, nämlich zum Maskieren. Wenn ich nämlich die Taste D auf der Tastatur einmal gedrückt halte, dann bekomme ich hier die Farben Schwarz und Weiß. Und wenn ich die Taste X auf der Tastatur drücke, dann kann ich zwischen Schwarz und Weiß hier einfach hin und her switchen und ja, so kann ich halt relativ einfach Maskierungen machen, habe hier in der Werkzeugleiste dann immer hier diesen Farbswitcher ja schon parat, falls ich auch hier oben vielleicht mal ein anderes Panel ausgewählt habe. Also doch, das noch eine coole Zusatzinfo finde ich, hier diesen Farbswitcher, den man sich auch noch zusätzlich hier herein konfigurieren kann, indem man einfach zwei statt einer Spalte auswählt. Also ich denke, allein für diese letzte Funktion mit diesem Farbswitcher zum Maskieren, das ist schon wirklich super, super hilfreich und allein dafür lohnt es sich, einmal in die Einstellung der Werkzeugleiste reinzuschauen. An dieser Stelle möchte ich aber auch noch einmal kurz auf mein aktuelles Webinar hinweisen. Also ich biete aktuell ein Webinar an zum Thema Affinity Photo. Da gebe ich dir einen 1:1 Umsetzungsplan mit an die Hand. Einfache Schritt-für-Schritt Anleitung, die du einfach nur nachmachen musst für deine Fotobearbeitung in Affinity Photo. Also schau da einfach mal sehr gerne unten in die Videobeschreibung rein. Da findest du weitere Informationen zu diesem Webinar und kannst einfach mal schauen, ob da Webinartermine zurzeit verfügbar sind. Aber ansonsten war es das mit diesem Video. Wie immer, lass mir sehr gerne Feedback da, falls dir das Video gefallen hat oder nicht gefallen hat, über die Daumen nach oben oder unten. Und in den Kommentaren freue ich mich auch immer über deine Nachrichten und über Anregungen, was für Tutorials zum Beispiel du noch gerne sehen würdest. Ansonsten findest du hier an der Seite auch noch weitere Videos zum Thema Affinity Photo, unter anderem ein weiteres Video zu den Werkzeugen von Affinity Photo, wo ich dir einfach mal so einen Überblick gebe. Ist also auch, denke ich, an dieser Stelle sehr hilfreich. Ansonsten abonniere natürlich auch gerne den Kanal, um kein Video zum Thema Affinity Photo zu verpassen. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Also mach's gut und bis dahin. Ciao.